Na, vergeudet ihr wieder eure Lebenszeit, damit ich noch reicher werde? Ich bin nur hier, weil ich nicht den Mut hatte, meinen Traumjob zu verfolgen. Dir gar nicht zugehört, weil du eine Frau bist. Du, Speichelecker, kümmerst du dich drum? Dann kann ich hinterher meinen Namen drunter setzen. Zum Glück bist du genauso unfähig wie ich, sonst wirst du erkennen, dass ich überhaupt nichts kann. Ja, wie geht's euch denn eigentlich? Also nicht, dass es mich interessieren würde, ich habe nur einfach nichts zu tun, weil ihr meine ganze Arbeit erledigt. Ich kann nachts nicht mehr schlafen, weil ich Albträume von der Arbeit habe. Also ich muss jeden Morgen vor der Arbeit kotzen. Ich würde ja kündigen, aber ich habe panische Angst davor, meine Festanstellung aufzugeben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mir eure Gesundheit am Arsch vorbeigeht. Aber um von den illegalen Arbeitszeiten abzulenken, biete ich heuchlerische Meditationskurse an. Wie großzügig, da kann ich ja jetzt offiziell auf der Arbeit schlafen. Ja. Erstaunlich, dass du dir bei deinem geringen Gehalt noch was zu essen leisten kannst. Soll ich dir einen Kaffee machen, damit du dich wieder Oberboss fühlen kannst? Gerne. Der schmeckt zwar scheiße, aber selbst da spare ich für maximalen Profit. Nicht mal deine Frau ist bei dir geblieben, so unausstehlich bist du. Ein Grund mehr, dir später verdächtig nahe zu kommen, um dir richtig creepy die Schultern zu massieren. Ich glaube, ich muss kurz kotzen. Ey, ich habe die gerade richtig unwürdig angebaggert, weil ich in Wirklichkeit total Angst vor Frauen habe. Christian, da verstehe ich dich. Ich habe auch total Angst vor Frauen. Ich werde jetzt vor allem so tun, als wärst du kurz vor der Abmahnung. Aber es wird keine Konsequenzen geben, weil ich noch fauler bin als du und keinen Bock auf Bewerbungsgespräche habe. Chef, die Einzige, die hier richtig arbeitet, bin ich. Und das für weniger Gehalt. Und das wird auch so bleiben, Laura. Ich heiße Leonie. Natürlich weiß ich, wie du heißt. Aber es gehört zu meinen Machtspielchen, scheinbar deinen Namen zu vergessen. Ach ja, und die Schreierei! Damit kaschiere ich nur meine Unsicherheit. Ja, Prost! Ja, Prost. Also, dass ihr für ein paar lauwarme Biere euren Feierabend mit mir verbringt, ihr seid echt erbärmlicher, als ich dachte. Also, ich bin nur hier, weil du das Bier bezahlst. Ja. Ach komm, wir trinken noch eine Runde, oder? Also, nicht, weil ich eure Gesellschaft schätze. Ich bin einfach nur so ein trauriger, abgefuckter Narzisst, dass ich keine Gelegenheit auslasse, euch zu erzählen, wie geil ich bin. Also, ich trinke demonstrativ nichts mit, sondern starre weiter gestresst auf meinen Bildschirm, damit jeder sieht, dass ich mir angeblich den Arsch aufreiße. Dafür habe ich auch eine extra Excel-Tabelle erstellt, in die ich Zahlen eintrage. Und dafür hassen dich alle, du kleiner Blender. Wo er recht hat.